Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Akademieprogramme des Jüdischen Museums Berlin. Ich möchte mich ganz kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Sini Rosbach. Ich bin Kuratorin für Veranstaltungen am Jüdischen Museum und ich übernehme kommissarisch die Leitung der Akademieprogramme, nachdem Jasmin Schomann, die Gründungsleiterin dieser Akademieprogramme, den Ruf als wissenschaftliche Geschäftsführerin an das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, DEZIM, gefolgt ist. Das ist sozusagen jetzt heute Abend mein erster offizieller Auftritt als kommissarische Leitung dieser Programme und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Abend unseren Kollegen der letzten Jahre, Walid Abdelgawad, begrüßen darf. Walid war vom November 2016 bis Mai 2018 als einer von zwei ersten W. Michael Blumenthal Fellows am Jüdischen Museum Berlin zu Gast. Mit seinem Postdoc-Forschungsprojekt Wer eine Religion kennt, wer eine Religion kennt, kennt keine. Reflexionen über Islam und Judentum in Schriften deutschsprachiger jüdischer Orientalisten 1833 bis 1955 hat er drei moderne jüdische Orientalisten und deren Darstellung des Verhältnisses zwischen Judentum und Islam in den Blick genommen. Mit seiner Forschung setzt Walid Abdelgawad ein Gegenbeispiel zu herrschenden Sichtweisen auf jüdisch-islamische Beziehungen, die in Europa von polarisierenden Bildern eines scheinbar unlösbaren Konflikts bestimmt werden. Denn eine fruchtbare Beziehung zwischen Islam und Judentum begann schon in der Frühgeschichte des Islam, setzte sich im Mittelalter fort und reicht, wie Walid Abdelgawad zeigt, bis in die Moderne hinein. Walid Abdelgawad ist Islamwissenschaftler und Arabist. In diesen Fächern erwarb er seinen Magister in Leipzig, nachdem er in Kairo den Bachelorabschluss in Islamstudien erhielt. Seine Doktorarbeit unter der Betreuung von Professor Dandina und Professor Eckhard Schulz war ein Co-Projekt zwischen jüdischer Geschichte und Islamwissenschaft über die Rezeption deutschsprachiger jüdischer Orientalisten aus der Wissenschaft des Judentums bei dem ägyptisch-muslimischen Gelehrten Amin al-Kuli. Seine Schwerpunkte sind seither moderne jüdische und islamische Ideengeschichte sowie Koran- und Bibelexegese. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Es wird ein sehr spannender Abend für uns alle und ich übergebe das Wort an Walid. Also ich, am Anfang möchte ich mich sehr, sehr bedanken bei der Leitung des Museums, bei der Akademie, dem Archiv, der Bildung, der Bibliothek für die Unterstützung, die ich in meiner Zeit hier als Fellow erfahren habe. Ich bedanke mich auch für die Einladung und natürlich bedanke ich mich auch bei dem Publikum, das hierher gekommen ist, trotz dieser Hitze. Also ich hoffe, es lohnt sich bei diesem Vortrag. Also mein Titel lautet, wer eine Religion kennt, kennt keine. Reflexion über Judentum und Islam in den Schriften deutschsprachiger jüdischer Orientalisten. Unter diesem Titel möchte ich einige Fragen mit Ihnen diskutieren. Also die erste Frage ist, wie reflektierten jüdische Orientalisten über die Beziehungen von Judentum und Islam? Wodurch zeichnen sich die Motive, Genese, Inhalte jüdischer Orient- und Islamforschung aus? Und die dritte Frage, kann man von einer jüdischen Tradition der Orient- und Islamforschung sprechen? Mit diesen Fragen setzte ich mich bei meinem Fellowship am Jüdischen Museum auseinander. Erlauben Sie mir jetzt mit Ihnen ein paar Eindrücke aus dieser Forschung zu teilen. Das möchte ich in drei Schritten tun. Als erstes werde ich einen kurzen Blick auf die Entwicklung der deutschen Orientforschung in der Übergangszeit vom 19. zum 20. Jahrhundert geben. Im zweiten Schritt werde ich allgemein auf die Beschäftigung deutschsprachiger jüdischer Orientalisten aus dem Orient, mit dem Orient und dem Islam eingehen. Im dritten Schritt und letzten Schritt
möchte ich anschließend anhand von insgesamt 6 Fallbeispielen Ihnen einen Eindruck von einigen Merkmalen der deutschsprachigen jüdischen Orient- und Islamforschung vermitteln. Dabei werde ich die Beispiele in 2 Blöcke aufteilen und mit jeweils 3 Orientalisten. Und ich möchte, dass Sie hier auch genau aufpassen bei dieser Station. Oder am Ende meines Vortrags werde ich eine Frage an Sie stellen. Ungewöhnlich, aber ich würde es tun. So, also jetzt sind wir bei dem ersten Punkt, nämlich ein Überblick auf die Entwicklung der deutschen Orientforschung in der Übergangszeit vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das war, meine Damen und Herren, die Blütezeit der deutschen Orientforschung, in der die Orientalistik der Universität Leipzig, nicht weil ich daher komme, aber in dieser Zeit machte die Orientalistik der Universität Leipzig die Führungsposition von Paris streitig. Dahinter stand der Leipziger Orientalist Heinrich Leberich Fleischer. Fleischer studierte ab 1900 Fleischer studierte ab 1819 in Leipzig klassische Philologie und evangelische Theologie. Von 1825 bis 1828 absolvierte er in Paris bei dem renommierten Orientalisten Sylvester de Sacy arabische und persische Studien. De Sacy spielte eine zentrale Rolle bei der Begründung und Institutionalisierung der modernen französischen Orientalistik. Nach Fleischers Rückkehr aus Paris begründete er die damals weltweit führende Schule der Leipziger Orientalistik. Aus allen Ecken der Welt und selbst aus Paris kamen Studierende und Forscher der Orientalistik zum Studieren bei Fleischer in Leipzig. Leipzig wurde laut dem amerikanischen Professor für jüdische Geschichte Ismar Schorsch zum neuen Mekka der Orientforschung, was einst Paris war. Als Beleg dafür reicht aus, dass Fleischers Schüler, der jüdische Orientalist ist, Ignaz Goldzieher als Mitbegründer und Redaktionsleiter der Enzyklopädie des Islam Anfang des 20. Jahrhunderts beschloss, dass 80% der Einträge dieses internationalen Standardwerks der Orientalistik auf Deutsch geschrieben werden müssten. In seiner Begründung in seinem Briefwechsel mit seinem Freund, dem deutschen Orientalisten Theodor Nöldecke, begründete Goldzieher diese Entscheidung mit der Stagnation der französischen Orientalistik. Kein Wunder, denn deutsche Wissenschaftler und unter anderem Schüler von Fleischer stellten das Hauptsegment sowohl der Mitwirkenden als auch der Mitglieder der Exekutivkomitees der Enzyklopädie des Islam. Hier ist zu erwähnen, dass 60% von Fleischers Schüler jüdischer Herkunft war. Und jetzt kann man sich fragen, warum interessieren sich so viele jüdische Wissenschaftler für den Islam und den Orient? Das bringt uns zu dem zweiten Punkt meines Vortrags, nämlich die Beschäftigung deutschsprachiger jüdischer Orientalisten mit dem Orient und dem Islam. Diese erfolgte vor allem im Laufe der Haskalah, also der jüdischen Aufklärung, und war ein Teil der Entdeckung der eigenen jüdischen Geschichte und Tradition. Die meisten jüdischen Orientalisten kamen nämlich aus der deutsch-jüdischen Bewegung der Wissenschaft des Judentums, die zwischen 1817 und 1942 durch wissenschaftliche Erforschung aller Bereiche der jüdischen Tradition und Geschichte eine Antwort des Judentums auf die Anforderungen der Neuzeit in Europa zu finden suchten. Die Gelehrten der Wissenschaft des Judentums widmeten sich neben dem eingehenden Studium der jüdischen Tradition, dem Studium moderner Wissenschaften, vor allem der Philologie, der Historiographie, der Philosophie und eigneten sich die modernen historisch-kritischen Methoden an. Dies führte dazu, dass die christlichen Hebraisten in Europa ihre theologisch aspirierte Deutungshoheit über die jüdischen Texte an die Wissenschaft des Judentums verlor. Die Erforschung der jüdischen Tradition und Geschichte war
Die für die Erforschung der jüdischen Tradition und Geschichte war die Erkundung des Orients, seiner Geschichte, Kultur und Sprache unerlässlich. In diesem Falle war der Orient nicht der andere, gefährliche, fremde, sondern der Abstammungsort und die geistige Heimat. Der Islam und das Arabische stellten dabei eher verwandte Sprachen und Traditionen dar, deren Erschließung von enormer Bedeutung für das Studium des Judentums war. Die islamische Geschichte betrachteten jüdische Gelehrte als einen historischen Raum, in dem Juden relativ große Freiheiten genossen und dadurch in der glücklichen Lage versetzt waren, einen produktiven Beitrag zu ihrer eigenen Wissenschaftsgeschichte und zur islamischen Kultur zu leisten. Vor allem stellte das Mittelalter eine Phase des intensiven Austausches zwischen den jüdischen und islamischen Wissenschaftstraditionen, was das Verständnis der jüdischen Wissenschafts- und Philosophiegeschichte ohne Erkundung der islamischen und vice versa unmöglich machte. Jüdische Gelehrte, wie der renommierte Historiker des 19. Jahrhunderts Heinrich Graetz, der Verfasser des zehnbändigen Werkes Geschichte der Juden, prägten den heute in den Medien oft verwendeten Begriff des goldenen islamischen Mittelalters. Den Islam und den Orient stellten sie ihren europäischen Zeitgenossen als eine Hochkultur dar, unter der Juden im Vergleich zum christlichen Europa mehr Freiheiten genossen. Jetzt sind wir beim dritten Punkt. Jetzt erlauben Sie mir, hier in dieser dritten und längsten und letzten Station meines Vortrags Ihnen einige Fallbeispiele für die deutsch-jüdische Orient- und Islamforschung zu präsentieren. Den Beginn machte der Orientalist und Reformrabbiner Abraham Geiger mit seiner bahnbrechenden Studie Was hat Mohammed aus dem Judentum aufgenommen? Erschien 1833. Dort unterzog er zum ersten Mal den Koran einer sachlichen, historisch-kritischen Untersuchung und rekonstruierte die Bezüge zur hebräischen Bibel und zu den rabbinischen Schriften. Geiger war der Erste seiner Zeit, der Mohammed nicht als etwa gewalttätiger Schwätzer, Scharlatan, Schwindler oder Pseudoprophet betrachtete, sondern als, ich zitiere sinngemäß, als einen Poeten mit dichterischem Gemüte und Begründer einer Religion, der von seiner Botschaft und seiner Sendung zutiefst überzeugt war. Geiger pflegte ihn auch zu bezeichnen als Schwärmer. Für Geiger spielte die Frage, ob Mohammed die Juden gemocht oder nicht gemocht hat, überhaupt keine Rolle. Vielmehr fokussierte er seine Forschung sachlich auf die Inhalte, die durch Mohammed aus dem Judentum in den Islam eingeflossen sind. Geiger betrachtete den Islam als eine vom Judentum abstammende, einflussreiche Religion und stellte ihn als solche dar. Die renommierte Wissenschaftlerin Susanna Heschel vertrat die These, dass Geiger durch seine Darstellung des Islam seinem europäischen Kontext, das Judentum indirekt erklären wollte. Ich werde dazu hinzufügen, dass Geiger durch seine Darstellung des Islam seinem europäischen Kontext den bedeutenden Einfluss des Judentums auf die Weltgeschichte darstellen wollte. Und dass er auch tatsächlich jüdische Ideen, die in den Islam übergingen und sich dort umwandelten, zu rekonstruieren suchte. Seine Beschäftigung mit dem Islam war dementsprechend für ihn ein notwendiger Beitrag zur Erforschung der eigenen jüdischen Tradition. Nur 10 Jahre später, im Jahre 1843, publizierte der jüdische Orientalist Gustav Weil sein Werk Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre, in dem er zum ersten Mal die Biografie des Propheten des Islam auf der Basis von islamischen Handschriften und dem Koran rekonstruierte und historisch kritisch erforschte.
Dort wunderte sich Weil über die Vernachlässigung und Verkennung der großen Bedeutung von Mohammed für die Weltgeschichte im europäischen akademischen Kontext und kritisierte die politisch oder theologisch motivierten Darstellungen von Mohammeds Biografie. Nach Weil, ich zitiere, gehörte es zu den wissenschaftlichen Fortschritten der neueren Zeit, dass die historische Kritik die überkommenen Anschauungen welthistorischer Charaktere aus den Quellen revidiert, berichtigt und so dann in ihrer Totalität von Neuem darstellt. Auffallend ist es, dass Mohammed, der Sohn Abdullahs, dessen politische und religiöse Umwälzungen so tief eingriff und weit um sich griff, bis jetzt hierin sehr vernachlässigt wurde. Zitat Ende. Gustav Weil betrachtete den Islam ebenfalls als eine Religion, die aus dem Judentum entstand. Mohammed erscheint bei Weil noch positiver als bei Geiger. Mohammed sei laut Weil der im europäischen Kontext bisher kaum gebührend beachteter Stifter einer Religion, die den Verlauf der Weltgeschichte wortwörtlich verändert habe. Mohammed als wichtigste Leistung sei nach Weil die religiösen und ethischen Kernideen des Judentums auf der arabischen Halbinsel in einem arabischen Gewand vermittelt zu haben. Dabei betonte Weil die ausgeprägte Spiritualität und das poetische Talent Mohammeds und bezeichnete ihn als Reformer, den er sogar mit Martin Luther verglich. Unter Einbeziehen der Prophetenbiografie gelang es Weil im Jahre 1844 in seiner Studie Historisch-kritische Einleitung in den Koran, das Kapitel und die Verse des Koran nach historisch-kritischen, philologischen, thematischen und literarischen Gesichtspunkten neu zu ordnen. Diese Schrift Weils diente dem profunden und sehr berühmten Kenner des Koran und der klassischen arabischen Literatur, Theodor Nöldke, als Grundlage für sein Werk Geschichte des Koran, erschien 1860. Weil arbeitete den literarischen und ästhetischen Wert des Koran heraus. In Weils Darstellung erscheint der Koran zum ersten Mal nicht als eine langweilige, nicht als eine langweilige, fremde und gefährliche Lektüre, sondern als ein bedeutendes Werk der Weltliteratur. Weil kritisierte in seinem Kontext das dominierende Verständnis des Koran als ein Gesetzbuch, das zur Gewalt aufruft und jeden Fortschritt blockiert. Vielmehr sollte man, weil zufolge der literarischen und poetischen Schönheit des Buches und seinen edlen religiösen und ethischen Werten mehr aufmerksam schenken. Laut Weil durchziehen diese ethischen Werte den Text des Koran wie Goldfäden und bieten gute gemeinsame Grundlage für die Verständigung zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen. Muslime solle man nicht konvertieren oder angreifen oder als unfähig zum wissenschaftlichen und fortschrittlichen Denken stigmatisieren. Vielmehr müsse man ihnen den Zugang zur Bildung und zur Erkundung der positiven Aspekte ihrer Tradition ermöglichen, so hat es Weil gesagt. Die eben dargestellten Ideen und Vorschläge Gustav Weils für die Betrachtung und Reformierung des Islam lassen sich als indirekt geäußerte Wünsche für den Umgang mit dem Juden in Europa seiner Zeit interpretieren. Hier kann man tatsächlich behaupten, dass Weil durch seine Forderungen für den Umgang mit dem Islam indirekt Förderungen für den Umgang mit dem Judentum stellte. Jetzt kommen wir zum dritten Orientalisten in diesem ersten Block, nämlich Golzia. Golzia stand tatsächlich an der Spitze der deutsch-jüdischen Orientforschung, eigentlich der deutschen Orientforschung seiner Zeit.
Er wurde bezeichnet von seinem Zeitgenossen und in den 1930er Jahren als Kultusminister tätige Kultusminister Karl Heinrich Becker als den Begründer der modernen Islamwissenschaften. Das war er tatsächlich. Im Vergleich zu seinen Vorgängern stellte, also jüdischen Vorgängern, stellte Goltzia den Gedanken der Abstammung des Islam vom Judentum keineswegs in den Vordergrund. Nichtsdestotrotz betonte er viele Gemeinsamkeiten der beiden Religionen. In erster Linie war Goltzia von der gemeinsamen Vorstellung des strengen Monotheismus in den beiden Religionen sehr beeindruckt. Goltzia begegnete dem Orient und dem Islam in seiner Reise nach Istanbul, Beirut, Damaskus, Jerusalem und Kairo in den Jahren 1873 bis 1874 mit dem höchsten Grad an Faszination, Identifikation und Respekt. In seinem Tagebuch beschrieb er diese Erfahrung als die glücklichste Zeit seines Lebens. Dort lebte sich Goltzia so sehr in die islamische Geisteswelt ein, dass er kurz vor einer Konversion stand. Ich zitiere: Für ihn war der Islam die einzige Religion, welche selbst in ihrer doktrinär offiziellen Gestaltung und Formulierung philosophische Köpfe befriedigen könnte. Mein Ideal war es, das Judentum zu ähnlicher rationaler Stufe zu erheben. Ende des Zitats. Werke von Goltzia wie Mohammedanische Studien 1888, Vorlesungen über den Islam 1910 und sein letztes Werk ein Jahr vor seinem Tod, Richtungen der islamischen Koranauslegung, erschien 1920, bewirkten eine Wende in der historisch-kritischen Erforschung des als sakral betrachteten muslimischen Traditionskanons. Statt die Aussprüche des Propheten oder die Aussagen der Koran-Kommentatoren als Belege für bestimmte Ansichten über das Wesen des Islam zu nehmen, was bis heute manche sogenannte Islamwissenschaftler tun, historisierte Goltzia diese überlieferten Texte und zeigte, dass sie mehr über die historischen, politischen und gesellschaftlichen Ereignisse und Verhältnisse ihrer Zeit berichten, als über den Islam selbst. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern und Zeitgenossen argumentierte Goltzia für den äußerst dynamischen Charakter der Scharia, über die wir heute immer noch streiten, ob sie demokratie- oder reformfähig ist, mit einem für seinen europäischen akademischen Kontext außergewöhnlichen Respekt begegnete Goltzia zeitgenössischen und altmuslimischen Gelehrten. So verwendete Goltzia in seinen Werken nicht nur moderne Forschungsmethoden, sondern machte auch Gebrauch von den traditionellen islamischen Methoden der Text- und Literaturkritik. Als trifflich bezeichnete er zum Beispiel das exegetische Werk des mittelalterlichen muslimischen Gelehrten Jalaleddin Suyuti, die Vollendung in den Lehren des Koran, also Al-Itqan fi Ulum al-Quran. Darüber sagte Goltzia, ich zitiere: Für diejenigen, die Nöldikes Geschichte des Koran, also der berühmte Koranforscher seiner Zeit, für diejenigen, die Nöldikes Geschichte des Koran kennen, reicht es aus zu sagen, dass dieses Werk unter dieselbe Kategorie fällt. Allerdings wurde es von einem Muslimen geschrieben und nicht für einen Preis. Nöldike bekam für sein Buch einen Preis, As-Suyuti nicht. Ich zitiere weiter: Also As-Suyuti erhob die Lexikographie und die Exegese auf das höchste Niveau seines wissenschaftlichen Ideals. Zitat Ende. Goltzia betrachtete seine Forschung als einen Beitrag zur Reform des Islam und pflegte respektvolle, freundschaftliche Beziehungen zu seinen zeitgenössischen muslimischen Reformern wie Jamaluddin Afrani, Muhammad Abdu und dem damaligen ägyptischen Bildungsminister Ali Mubarak. Goltzia kämpfte gegen die Kolonialisierung oder oberflächliche Modernisierung der muslimischen Gesellschaften. Sein Idealbild einer islamischen Moderne bestand in einer Reform, welche die islamische Wissenstradition nicht verleugnete, sondern mit der modernen Forschung vereinbarte. Ich zitiere:
ein kritikloses Verleugnen der eigenen Geschichte, ein unvermitteltes Sich-Lossagen von den Traditionen, deren Ergebnisse die aktuelle Gesellschaft ist, können nirgends die sittliche Basis sein, auf welcher fortgeschrittene Zustände sich auf Dauer aufbauen. Aber es darf ja nicht beim Alten bleiben. Und das ewige Gesetz der Entwicklung der physischen sowie der moralischen Welt duldet ja auch keinen Stillstand in der Gesellschaft, so Golzia. Die Aufgabe einer europäischen Orientforschung sah Golzia nicht darin, muslimische Gelehrte dazu zu bewegen, ich zitiere, über die Koryphäen der mohammedanischen Vergangenheit wie über alte Schwätzer die Nase zu rümpfen. Zitat Ende. Golzia war überzeugt, dass man viele Forschungs- und Reformansätze vom Islam auf das Judentum und umgekehrt übertragen kann und dass man beide Religionen in der Forschung aufeinander beziehen sollte. Bei ihm wäre es tatsächlich nicht überzogen zu behaupten, dass er seine Beiträge zur Islamforschung als Schritte für eine Islamreform ansah, deren Übertragung auf das Judentum er sich wünschte. Die hier nur exemplarisch dargestellte deutsch-jüdische Tradition der Orientforschung ging mit der Machtübertragung auf die Nationalsozialisten und der darauf erfolgten Katastrophe des Holocaust zu Ende in Europa. Allerdings begann die Transformation dieser Tradition in den Nahen Osten in den 1920er Jahre und damit beginnt der zweite Block meines Vortrags, in dem auch drei Orientalisten sind. Eine entscheidende Rolle bei dieser Transformation der deutsch-jüdischen spielte der deutsch-jüdische Orientalist Josef Horowitz. Und erlauben Sie mir bitte hier ein paar biografische Daten zu geben, denn über solche Orientalisten wissen wir mittlerweile so gut wie gar nichts. Man findet auch nicht mal ein Bild von diesen Leuten im Internet. Das Bild verdanke ich meinem Kollegen Amit Levy aus der Hebräischen Universität. Also, mittlerweile gibt es aber einige Beiträge über die Leute, die diese Menschen auch wieder ins Gedächtnis rufen. Dazu zählen die Arbeiten von Gudrun Jäger, Sabine Mangoldwill und Susanne Hechel. Und nicht zuletzt ist auch zu erwähnen das Projekt Traces and Treasures of German Jewish History in Israel. Dieses Projekt wird im Rahmen einer Kooperation zwischen der Hebräischen Universität und dem Literaturarchiv Marbach durchgeführt und bearbeitet die Nachlässe von deutsch-jüdischen Wissenschaftlern und Künstlern und unter anderem von Horowitz und seinen Schülern. Josef Horowitz wurde 1874 als Sohn einer alten Gelehrten- und Rabbiner-Familiendynastie geboren. Sein Vater war der Frankfurter Rabbiner Markus Horowitz, eine Leitfigur der deutschen Orthodoxie und ein Antizionist. Josef Horowitz erwarb fundierte Kenntnisse der jüdischen Tradition und der hebräischen Sprache. Er war allerdings kein praktizierender Jude. Ab 1902 studierte er bei dem Orientalisten Eduard Zachau orientalische Sprachen in Berlin. Von 1907 bis 1914 war Horowitz Professor für Arabisch an dem Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh in Britisch-Indien. Ab 1915 war Horowitz als erster Professor für Orientalistik an der damals neu gegründeten Universität Frankfurt tätig, wo er semitische Philologie unterrichtete. 1925 wohnte Horowitz der Eröffnungszeremonie der Hebräischen Universität Jerusalem bei und war Mitglied des Kuratoriums. 1926 gründete Horowitz das Orient-Institut in Jerusalem und leitete dieses Institut als auswärtiger Direktor von Frankfurt aus
und beide Positionen hielt er bis zu seinem Tode inne. Im Fokus von Horowitz' Forschung stand vor allem die altarabische Poesie, die frühislamische Geschichte und der Koran. Ähnlich wie seine Vorgänger war Horowitz von grundlegenden Verbindungen zwischen dem Judentum und dem Islam überzeugt. Nach Horowitz' Vorstellung teilten Juden mit den Arabern und auf der arabischen Halbinsel die Sprache und ihre Künste und spielten grundlegende Rolle bei der frühislamischen Historiografie. Darüber hinaus zeigte die Koranforschung von Horowitz, wie biblische Materialien in den Koran mit seinen verschiedenen Themen aufgenommen und an die jeweilige Lebenssituation seines Urhebers angepasst wurden. Horowitz' Auseinandersetzung mit dem Koran und Muhammads Biografie führten ihn zu der Überzeugung, dass der Islam eine vor allem aus dem Judentum entstandene religiöse Bewegung darstellte, die sich mit politischen Erwägungen vermischte. Wie Horowitz seinem Kollegen Theodor Nöldke, dessen Namen wir heute mehrfach gehört haben, wie Horowitz seinem Kollegen Theodor Nöldke in einem Brief vom 25.07.1922 schilderte, wollte Horowitz eine Biografie des Propheten des Islam schreiben. Ich zitiere: Der Schwierigkeit, Mohammed zu schildern, bin ich mir wohl bewusst. Aber immerhin will ich versuchen, darzulegen, was man mit gutem Gewissen über ihn sagen kann. Zitat Ende. Horowitz wollte laut seiner Schilderung vor allem herausfinden, wann die Politisierung des Islam ansetzte. Horowitz und seine Schüler, wie wir im Folgenden auch sehen werden, vertraten die Vorstellung, dass Sprache, Kultur und Religion starke Verbindungselemente zwischen Juden und Arabern darstellen. Offensichtlich ging Horowitzes Schule interessanter oder besser gesagt idealistischerweise von der Möglichkeit aus, Religion, Kultur und Wissenschaft von der Politik zu trennen. Horowitz bereitete überdimensional große Projekte vor, von denen er hoffte, dass sie bei Juden und Arabern ein gemeinsames Forschungsinteresse erwecken würden. Zu den aufgrund seines politischen plötzlichen Tod unabgeschlossen gebliebenen umfangreichen Projekten gehörten vor allem eine Konkordanz der altarabischen Poesie, für die er Abertausende von Zetteln zusammengestellt hatte, sowie ein Korankommentar nach zeitgemäßen wissenschaftlichen Maßstäben. Darüber sagte er seinem Schüler Shlomo Dov Goitein in einem Brief vom 1.12.1930 folgendes: Ich glaube, wir nähern uns der Zeit, wo ein Korankommentar in Angriff genommen werden kann. Der Weg dazu ist meines Erachtens eine monographische Behandlung der verschiedenen Gebiete, also des Koran, Erzählungen, Gesetz, Polemik etc. In seinem Entwurf für das geplante Orientinstitut in Jerusalem sah Horowitz vor, dass Arabisch und Hebräisch, Judentum und Islam gemeinsam unter einem Dach gelehrt und in der Forschung aufeinander bezogen werden. In dem Lehrkörper sollten auch arabische Lehrkräfte eingebunden werden. Für die Funktion eines arabischen Lektors schlug Horowitz zwei Personen vor. Der erste war Muhammad Kurd Ali, der Leiter der arabischen der Akademie für arabische Sprache in Syrien, und der zweite war der weltweit berühmte ägyptische Literaturwissenschaftler Tah Hussein. Am 16. August 1925 schrieb Horowitz in der Frankfurter Zeitung Folgendes. Ich zitiere nach Gudrun Jäger: Vielleicht ist das geplante Institut für orientalische Studien mithin in erster Linie berufen, eine Annäherung anzubahnen dadurch, dass sie Juden und Araber zur gemeinsamen Pflege der arabischen Literatur wie zur Erforschung der islamischen Zivilisation und der Geschichte des Orients vereint. Zitat Ende. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Forschung von jüdischen Orientalisten wie Goldziher, Gustav Weil
oder Horowitz große Anerkennung im islamischen, im mehrheitlich islamisch geprägten Raum genossen hatte. Und seine Schüler hatten auch intensive Beziehungen zu arabischen Intellektuellen in dem Raum gepflegt. Und das führt uns jetzt zu dem nächsten, zu den nächsten zwei und letzten zwei Orientalisten und Schülern von Horowitz. Der erste davon ist Israel Wolfensohn. Israel Wolfensohn wurde geboren als Sohn einer angesehenen, ursprünglich aus Weißrussland stammenden Familie. Sein Großvater war Rabbi Avraham Wolfensohn. Der war Anführer der aschkenasischen Gemeinde und bedeutender Mitbegründer des Yeshuvs und nicht zuletzt des bekannten orthodoxen Viertels Mea Shearim, wo eben am Vorabend des 19. Jahrhunderts sein Urenkel Israel Wolfensohn geboren wurde. Israel Wolfensohn erhielt eine traditionelle jüdische Bildung und beherrschte Hebräisch, Aramäisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Arabisch. Er wurde als Lehrer qualifiziert und war in diesem Beruf von 1916 bis 1920 tätig. 1920 bis 1922 besuchte er als einziger jüdischer Schüler, Student die arabische Lehranstalt Dar al-Muallimin, an der Lehrer für die arabischen Grund- und Sekundarschulen in Palästina ausgebildet wurden. Im Jahre 1922 immatrikulierte sich Wolfensohn als der erste jüdische Student aus Jerusalem an der Kairo-Universität, wo er, das ist ein Bild von ihm, hier, das ist Israel Wolfensohn, hier ist Enno Lettmann, hier ist Tah Hossein, hier ist Ahmad Amin und hier ist Scheich Amin al-Khuli. Also, er studierte dort semitische Sprachen, Islamkunde, Philosophie, Geschichte und englische Literatur. Im Jahre 1927 promovierte er bei dem bereits erwähnten ägyptischen Intellektuellen Tah Hossein mit einer Arbeit über die Geschichte der Juden in der vor- und frühislamischen Zeit. Tarikh al-Yahud fi Bilad al-Arab, fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam. Die Dissertation wurde auf Arabisch geschrieben und im selben Jahr publiziert. Im Jahre 1930 ging Wolfensohn nach Deutschland und studierte in Berlin und Frankfurt semitische Sprachen, Islamkunde sowie neuere Geschichte und Philosophie. Zu seinen Mentoren gehörte vor allem Josef Horowitz. Nach Horowitz Tod promovierte Wolfensohn im Jahre 1933 bei seinen Schülern Martin Blessner und Gotthold Weil ein zweites Mal mit einer Doktorarbeit über den jüdischen Konvertiten Ka'b al-Ahbar und seine Stellung im Hadith und in der islamischen Legendenliteratur. Das Rigorosum, wie Sie hier sehen, fand am 16. Januar 1933 statt, also zwei Wochen vor der Machtübertragung auf die Nationalsozialisten statt. Danach kehrte er nach Kairo zurück und arbeitete als Assistent an der Kairo-Universität, an der Philosophischen Fakultät und an der ägyptischen Lehreranstalt, also Dar al-Muallimin. Und publizierte auch ganz viele Beiträge auf Arabisch in Zeitungen, Zeitschriften, auch Bücher. Und kehrte im Jahre 1938 in seine Heimat Jerusalem zurück. Zu den wichtigsten Büchern, die Wolfensohn auch auf Arabisch publiziert hatte, in Ägypten, war das hier eine Biografie des mittelalterlichen jüdischen Gelehrten Moses Maimonides,
und über seine Werke. Das wurde 1936 auf Arabisch veröffentlicht, und zwar zum 800. Geburtstag des, also zur Feier des 800, zum Gedenken des 800. Geburtstag des Gelehrten. Also nun erlauben Sie mir, zwei Thesen aus den beiden Doktorarbeiten von Wolfensohn aufzugreifen, die sich in die bereits dargestellten Perspektiven seines Lehrers Horowitz und seiner Vorgänger im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Judentum und Islam einordnen lassen. In seiner Doktorarbeit bei Taha Hussein vertrat Wolfensohn unter anderem die These, dass Juden nach der Zerstörung des Tempels auf der arabischen Halbinsel Zuflucht suchten. Dort teilten sie mit den ansässigen Arabern nicht nur den Lebensraum, sondern auch die Kultur, die Sprache, die ethischen Werte und die Sitten und Gebräuche, so Wolfensohn. Juden brachten mit sich unter anderem neue Kenntnisse der Agrarwirtschaft und der Handwerkkunst und trugen nach Wolfensohns Feststellung zum Wohlstand in ihrem neuen Umfeld bei. Den Aufbruch des Islam betrachtete Wolfensohn positiv als die Entstehung einer monotheistischen Religion, die sich sehr stark nach dem Judentum orientierte. Mit der Verbreitung des Islam ergab sich für die Juden, laut Wolfensohn, ein weiteres Verbindungselement mit den Arabern. Damit meinte er den Monotheismus und die ethischen religiösen Vorstellungen. Die Konflikte zwischen Juden und Muslime führte Wolfensohn vor allem auf die politischen und wirtschaftlichen Gründe zurück, die seiner Meinung nach keine Feindschaft zwischen den Anhängern zweier verwandter monotheistischer Religionen hätten stiften dürfen. In seiner zweiten Doktorarbeit bei Horowitz und seinen Schülern vertrat Wolfensohn unter anderem die These, dass der Islam die Juden errettet habe. Der Protagonist der Studie Wolfensohns, Kabil Ahbar, war ein gelehrter Jude aus dem Jemen, der nach seiner Konversion zum Islam im engen Verhältnis zum zweiten Kalifen Omar ibn al-Khattab stand. Nach Wolfensohns Darstellung achtete Omar ibn al-Khattab Kabil Ahbar sehr und setzte ihn als Berater und Autorität für islamisch-rechtliche Fragen ein. Wolfensohn stellte fest, dass Kabil Ahbar dem Kalifen Omar die Eroberung von Jerusalem nahelegte und für ihn die notwendigen Kontakte mit den Juden in Syrien und im Heiligen Land knüpfte. Ich zitiere Wolfensohn: Die Juden hofften nun, dass sie unter den Mohammedanern das Recht erhalten würden, in Jerusalem zu wohnen, was ihnen unter den Byzantinern nicht gestattet gewesen war. Zitat Ende. In Anlehnung an den Historiker Simon Dubnow betonte Wolfensohn, dass den Juden nach der muslimischen Eroberung faktisch erlaubt wurde, uneingeschränkt ihre Andachten in den heiligen Städten zu halten. Darüber hinaus erhielten die Juden im islamischen Raum relativ große Freiheit und konnten sich dementsprechend besser entfalten, so Wolfensohn. Hier ist zu erwähnen, dass Wolfensohn große Anerkennung im akademischen und sogar theologischen Kreisen in Ägypten genossen hatte. Das Vorwort von seiner Doktorarbeit schrieb Taha Hussein, er lobte ihn sehr und betrachtete seine Arbeit als einen enorm wichtigen Beitrag, nicht nur zur Erforschung der jüdischen Geschichte, sondern auch zur Erforschung der arabischen Geschichte. Das Vorwort zu seiner Biografie von Maimonides schrieb der ehemalige Scheich der Azhar, Mustafa Abdelrazik, und lobte ihn auch sehr stark und betonte die Wichtigkeit, diese gemeinsame Geschichte von Juden und Muslimen zu studieren. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Orientalisten, da werde ich auch nicht so viel erzählen, Shlomo Dov Goitein. Ich glaube, ich erspare mir auch die Daten ich erzähle es ganz kurz. Entstammte wie Horowitz einer Rabbinerfamiliendynastie. Sein Vater Eduard Esrel Goitein war Bezirksrabbiner in Oberfranken
Anders als Horowitz war Goitein aber ein praktizierender Jude. Ab 1918 studierte Shlomo Dov Goitein bei Horowitz in Frankfurt Arabisch- und Islamwissenschaften. In 1923 wurde Goitein unter Horowitz' Betreuung mit einer Arbeit über das Gebet im Koran promoviert. Entschuldigen Sie bitte die schlechte Qualität der Kopie, also nicht der Arbeit, aber nach seinem Studium verwanderte er nach Palästina aus, wo er von 1928 als Dozent an dem Jerusalemer Institut unterrichtete. Unter den Briten war er Schulinspektor und hatte auch die Anfertigung von Lehrbüchern für Arabisch mitbetreut. 1947 erhielt er eine Professur an der Hebräischen Universität. 10 Jahre später wurde er Professor für Arabisch an der University of Pennsylvania in Philadelphia. Ähnlich wie sein Lehrer und seine Vorgänger war Goitein ebenfalls davon überzeugt, dass der Islam aus dem Judentum entstanden ist. Goitein betrachtete den Islam nämlich als eine streng monotheistische und ethische Gesetzesreligion. Durch die Analyse der Merkmale des Monotheismus, der Ethik und des Gesetzes stellte Goitein fest, dass der Islam die Kernelemente des Judentums teilte bzw. aufnahm und erweiterte. Für Goitein war der Islam in erster Linie eine arabische Form des Judentums. In diesem Punkt stellten die Thesen Goitein eine Fortsetzung der Ideen seines bereits vorgestellten Vorgängers Gustav Weil dar. Darüber hinaus vertrat Goitein ähnlich wie Wolfensohn die These, der Islam habe das Judentum gerettet und die Juden durch die Gründung eines großen Reichs mit relativ großer Bewegung und Glaubensfreiheit einen besseren Lebensraum verschafft. Die von Horowitz und seinen Schülern angeschlagene Forschungsrichtung konnte aufgrund der zunehmenden Konflikte in Palästina zwischen Juden und Arabern nicht fortgesetzt werden. Darauf können wir auch später eingehen. Auch in dem arabischen Raum geriet sie mit der Zeit immer mehr unter Druck. Und jetzt komme ich zu meiner Zusammenfassung. Wie Sie hier gesehen haben, oder ich hoffe, Sie haben es gesehen, es gibt keine homogene jüdische Islamforschung. Vielmehr gab es viele jüdische Forscher mit unterschiedlichen Hintergründen und Motive. Nichtsdestotrotz gab es einige Gemeinsamkeiten, aufgrund deren man von einer jüdischen Tradition der Orientforschung sprechen kann. Ein deutliches Merkmal dieser jüdischen Orientforschungstradition war, dass viele jüdische Orientalisten sich vom Orient und im Islam nicht distanzierten, sondern sich in unterschiedlichen Nuancen mit dem Orient und dem Islam identifizierten und gegen verbreitete Stereotypen kämpften. Die Beschäftigung mit dem Islam war für viele jüdische Orientalisten tatsächlich sehr stark verbunden mit der Erforschung und Wiederentdeckung der eigenen Tradition. Und da würde ich sagen, dass der Titel einigermaßen stimmt. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Genau. Also, vielen Dank.